Wenn man chinesischen Eigentümer hat, wie ist die Verbindung da oder wie sind die Gespräche da auch? Was können Sie da berichten? Gut, muss man erstmal unterscheiden. Mhm. Ist man jetzt eine GmbH oder eine AG? Dort mhm. heißt der Eigentümer in einer AG, er ist, der chinesische Eigentümer ist Aktionär, hat aber, auch wenn er einen größeren Anteil hat, deswegen nicht mehr Mitspracherechte. Ja. Auch wenn er sich das wünschen würde, das steht auf einem anderen Blatt, mhm. als es tatsächlich das deutsche Recht hergibt. Und da sind wir auch sehr, sehr sorgfältig, genau das zu beachten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich allein aufgrund der Größe von Shanghai Electric schon Berührungspunkte. Sie haben ja gesehen auch, dass wir eine Kooperation mit Yinghe geschlossen haben. Mhm. Das ist im Prinzip auch eine Gesellschaft, in der Shanghai Electric investiert ist. Das heißt also, sie haben dort schon Berührungspunkte. Und aufgrund der Verflechtungen auch im Solargeschäft sind wir natürlich mit Shanghai Electric auch in Kontakt. Da kommen natürlich die gesamten Spielarten zu tragen, die wir dort in den kulturellen Unterschieden haben. Sie haben natürlich das Thema Sprache ist ein ganz großes Thema, Schrift allein ist ein Thema. Das heißt also auch in den oberen Führungsetagen, und mit denen müssen wir auch sprechen, um strategische Entscheidungen zu bekommen, mhm. ist sehr oft Englisch nicht verbreitet. Das heißt, sie brauchen dann einen Übersetzer. Sie haben in den unteren Etagen das Problem von wechselnden Teams. Das heißt, Ansprechpartner, mhm. mit denen sie heute Themen entwickeln, sind plötzlich morgen nicht mehr da. Ja. Dann fangen sie wieder von vorne an. Das ist durchaus eine Herausforderung, aber wenn man das mal verstanden hat, durchaus handhabbar im täglichen Leben.